Okay. Bodenlose Kiste. Wir wollen kurz die Sachen wegpacken. Großaxt. Nein, ich will den Hammer und den... Genau, den Hammer. Und den Talisman wegstecken. Genau. Teleportieren. Jetzt geht es wieder zur Gemeinde der Untoten. Den Eid auflösen. Weil, wie gesagt, wir wollen in den Sonnenlichteid wieder rein und die Sonnenlichtmedaillen abgeben. Der Sonnenlichteid ist übrigens mein Lieblingseid im ganzen Spiel und auch im zweiten Teil. Das ist übrigens der einzige Eid, der es in den zweiten Teil geschafft hat. Aber mehr will ich dazu nicht verraten, bis wir nicht im zweiten Teil so weit sind. Ja, du kannst ruhig daneben ballern. Du kannst auch nichts. Komm, hau gegen mein Schild und tschüss. So. Hier hoch, hier hoch. Ah, dich habe ich vergessen. Tschüss. Jetzt hätte ich eigentlich große Lust, an den Zombies vorbeizulaufen. Die armen verlorenen Seelen hier. So. Und weg mit euch. Ich gehe jetzt wieder zum Sündenprediger. Lass mich kurz von meinen Sünden erlösen. Von meinem Eid erlösen. Pops. Und los. Hey Kumpel. Du hast oft Besuch von uns. Und stehst immer so komisch da. Wie eine Puppe. Eid widerrufen. So. Ja, Menschlichkeit, Sünden, Sündigen. So, ich teleportiere mich zurück. Für was habe ich die Rückkehr? Und wir sind wieder hier. Ne, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Teleportieren, Feuerbandschrein, nein, Sonnenlichtaltar. Jetzt dürfte Solaire nämlich nicht mehr hier rumstehen, genau. Deswegen bin ich dem Eid schon mal beigetreten, damit ich euch das zeigen kann, dass Solaire hier nämlich steht. So, Eid leisten und in diesem Eid werden wir jetzt auch bleiben. So, Eid geleistet und Sonnenlichtmedaillen. Und Sonnenlichtmedaille. Und Sonnenlichtmedaille. Und noch eine Sonnenlichtmedaille. Das war jetzt die vierte. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7. Doch, ich will da beten. Nummer 8. Nummer 9.
Und Nummer 10. Großer Blitzspeer vertieft und Ebene erreicht. Dankeschön. So, wie viel... Ich guck mal, wie viele brauche ich eigentlich für den großen Blitzspeer? Kann ich den überhaupt benutzen? Genau benutzbar. Mit 30 Wille. Haha. Sehr schön. Dann kommt der. Zaubereinstimmung. Jetzt mal hier hinten hin zum Rückruf. Als Ersatz für den Rückruf. Und dann teleportieren wir uns wieder zur Tochter des Chaos. So. Das Leuchtfeuer entfachen wir. Die Menschlichkeit brauchen wir ja sonst anderweitig nicht mehr. So. Gut. Und jetzt können wir uns den alten Hexenring anlegen. Der dürfte nämlich der Hexe von Isolith gehört haben. Jetzt können wir... Ja, können wir mit Quilan reden und sie hält uns für ihre Schwester. Wir könnten den Flakon verstärken. Nein, und wir können reden mit ihr jetzt. Ja, und man merkt jetzt, da wir mit ihr reden können, dass sie ziemlich leiden tut. Ja. Sie denkt, dass Quilak noch lebt. Wir haben Quilak getötet. Das ist schon... Es ist schon ein bisschen traurig. Wir haben ihre Schwester getötet. Gut, sie hat uns angegriffen. Aber, ja. Sie denkt, ihre Schwester lebt noch und sie hätte gerade mit ihr gesprochen, also mit uns. So, dann geht es jetzt wieder runter nach Lost Isolith. Dahin haben wir leider keinen direkten Portpunkt. Deswegen müssen wir den Umweg hier nehmen. Und nein, ich werde jetzt nicht die Abkürzung nehmen, sondern den regulären Weg erst einmal. So, da müssen wir einfach nur da drüben durch. Die Flammenwerfer da oben können wir alle ignorieren, weil wir nach unten müssen. Hier können wir kurz rasten und mal unsere Sachen reparieren. Ausrüstung reparieren. Ja, das wird langsam mal Zeit. So. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht und dann weiter. So, jetzt brauchen wir nämlich eine Weile den Lava-Ring. Und sehr viel Glück. Also Lava-Ring bitte. Das ist der orange, der verkohlte Ring. So, der schützt uns vor Lava. Und ich habe ganz vergessen, oben in den Dämonenruinen gibt es noch einen Gegenstand. Aber den können wir holen, sobald wir Lost Isolith abgeschlossen haben. So, wir müssen ja nicht unbedingt zu oft durch die Lava warten, deswegen springe ich auch ein bisschen. So, hier ist kein Solär mehr. So, deswegen geht es jetzt hier weiter. So,
So leer dürfte auch nicht mehr in dem Gang sein, wo wir ihn vorhin gefunden haben. Und ja, wenn man genau hinguckt, ist dort das Loch nach Lost Isolith. Wow. Das hier ist der eigentlich reguläre Eingang fürs Spiel, wenn man die Abkürzung nicht freigeschalten hat. Wobei, technisch gesehen, wo die Abkürzung der eigentliche Eingang nach Lost Isolith ist. Weil das hier hat, ist irgendwie die Mauer zerstört worden nach Lost Isolith. So, und wir befinden uns jetzt in Lost Isolith. Und dort drüben haben wir unsere Tyrannosaurus Rex-Freunde. Wow. Die recht stark sind. Aber die zum Glück nicht respawnen, wenn wir sie einmal getötet haben. Bleibst du stehen, dass ich dich ordentlich töten kann? Ich will dich anvisieren. Au. Au, genau, er trampelt da auch einfach so auf mir rum. So, ja, genau. Deswegen versuche ich ihn auch mit dem Blitzspeer zu töten. So. Das kann jetzt etwas zäh werden, hier durchzukommen. Wenn wir alle so auf diese Art und Weise töten, aber das müssen wir zum Glück nicht. Nur ein Großteil von ihnen. So, genau. Kleiner Blitzspeer dürfte auch reichen. Au. Genau, einfach mal auf mir rumtrampeln. Ist nicht so nett. Finde ich jedenfalls nicht nett. Ey, kommst du her? Jetzt habe ich ihn nicht mal getroffen. Also ja, die Kerle sind recht unfair. Ich kann ihn nicht mal richtig anvisieren. Was ist das? So. Also anvisieren lassen sie sich schon mal nicht so toll. So, aber wegschießen. So, erstmal die drei hier am Eingang ausschalten. So. Ich kann auch ruhig ein bisschen auf sie mit Pfeil und Bogen schießen. Vor allem, weil die hier nicht reinkommen. Genau. So, jetzt gebe ich ihm den Rest mit einem Blitz. Ich sagte, ich gebe ihm den Rest mit einem Blitz. Der will mich echt verhalbern. Na, dann stirb halt. So. Das waren drei von ungefähr 25. Ja, man sieht, da hinten sind noch genug. Dann holen wir uns einfach den da auch mal. Ja, komm ruhig her. Genau. So, ich schieße dir in den Hintern. Und du kannst gar nichts dagegen tun. Genau, auf die Art und Weise besiegt man die am leichtesten. Ich mache jetzt mal ein paar mit dem Bogen. Ich habe ja keine Pfeile gekauft, Gott sei Dank. So. Den da müsste ich auch noch anlocken können. Ja, kann ich auch.